Hey und herzlich willkommen zu diesem kurzen Testvideo auf unserem YouTube-Channel, in dem wir dir eine weitere elektrische Sub-Pumpe vorstellen wollen. Und zwar diesmal von Decathlon. Wenn du keine Lust mehr darauf hast, dich bereits vor dem ersten Paddelzug schon körperlich zu verausgaben oder es einfach nicht gut schaffst, die viel empfohlenen 15 PSI auf dein Board zu pumpen, dann wird es Zeit für einen elektronischen Helfer. Mit der elektrischen ETV-Sub-Pumpe braucht es nur noch einen 12-Volt-Anschluss und auf Knopfdruck füllt sich dein Board ganz automatisch. Seit Jahren versuchen wir, dir dein Paddlerleben mit unseren Tests so angenehm wie möglich zu machen und eine Elektropumpe kann auf jeden Fall dazu beitragen. In diesem Testvideo erfährst du deshalb alle wichtigen Infos rund um das Modell. Natürlich darf ein ungeschminkter Blick auf die Licht- und Schattenseiten dabei nicht fehlen. Zum Nachlesen des Tests findest du in der Videobeschreibung unter anderem einen Link zur schriftlichen Version auf standuppaddling.org. Die gezeigte Pumpe wurde uns von Decathlon kostenlos für diesen Test gestellt. Den aktuellen Preis kannst du gerne gleich über unseren Link checken. Wenn du die E-Pumpe darüber kaufst, bekommen wir eine kleine Provision, die uns dabei hilft, unsere Sub-Projekte auch in Zukunft zu finanzieren. Selbstverständlich ändert sich dein Preis dadurch nicht. Schau doch gleich mal rein. So, jetzt wird es aber Zeit, uns zunächst mal mit dem Lieferumfang und den Funktionen der Pumpe vertraut zu machen, bevor wir uns anschauen, wie sie sich in der Praxis schlägt. Geliefert wird das Modell in einem praktischen Netzbeutel, in dem die Bedienungsanleitung, die Pumpe und der Pumpschlauch gut transportiert werden können. Insgesamt zählt das Modell zu den kompakteren E-Pumpen und bringt gerade mal 1,2 Kilogramm auf die Waage. Für die notwendige Stromversorgung musst du nur den 12-Volt-Stecker mit dem Zigarettenanzünderanschluss eines Autos verbinden. Je nach Fahrzeug startest du dann auch besser den Motor, sonst kann es sein, dass du nach Hause laufen musst, weil die Batterie schlapp macht. Bedient wird die Pumpe über die vier Tasten, mit denen du sie einschalten, sowie den Zieldruck einstellen und die gewünschte Druckeinheit wählen kannst. Auf dem beleuchteten Display werden dir dann die jeweiligen Werte angezeigt. Damit die Pumpe auch auf glatten Untergründen sicher steht, verfügt sie über vier kleine Standfüße mit Saugnäpfen. Am sehr flexiblen Pumpschlauch sind gleich drei Ventiladapter befestigt, sodass du neben Subboards auch noch aufblasbare Boote und weitere Artikel mit Boston- oder Mini-Boston-Ventil von 0,1 bis 15 PSI aufpumpen kannst. Die Adapter und das andere Ende des Pumpschlauchs werden mit Hilfe von Drehverschlüssen arretiert. Soviel erstmal zum Überblick über das Gerät mit seinen Features. Jetzt können wir uns direkt mal anschauen, wie das in der Praxis an Bord so abläuft. Die Nutzung der Elektropumpe ist im Prinzip ganz einfach und grob in vier einfachen Schritten erklärt. Erstens die Stromversorgung sicherstellen, zweitens den Schlauch mit HR-Ventiladapter verbinden, in das Subventil drehen und dann am Aufpumpstutzen der Pumpe festdrehen. Drittens den gewünschten Druck einstellen und den Pumpvorgang durch Drücken der On-Off-Taste starten. Viertens warten, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Die Pumpe stoppt dann automatisch. So weit, so einfach. Wäre da nicht die eigentlich simple Verbindung von Ventiladapter zum Pumpschlauch, die uns anfangs ein paar Nerven gekostet hat. Denn wenn man den Schlauch etwas zu kräftig in das Subventil dreht, was manchmal auch notwendig ist, dann kann sich die Verbindung zum Adapter wieder lockern. Resultat ist, dass es zu Undichtigkeit kommen kann oder der Schlauch bei höherem Druck gleich ganz herausspringt. Hier ist auf jeden Fall zu empfehlen, alles nochmal auf festen Sitz zu kontrollieren, bevor es losgeht. Da die Pumpe nur eine Leistungsstufe besitzt, startet sie gleich von Beginn an mit dem lauten Kompressor und erreicht etwas über 80 Dezibel. Ein zusätzliches, flottes Niederdruckgebläse wie bei zweistufigen E-Pumpen gibt es nicht. Dementsprechend dauert es ganz schön lange, bis das Board Form annimmt. Erst bei messbarem Gegendruck zeigt das Display dann auch den Fortschritt an, wobei die Anzeige im Test bei den Nachkommastellen immer wieder schwankt. Der eingestellte Enddruck wurde aber zuverlässig und genau erreicht. Über dem Display steht geschrieben 300 Liter, 15 PSI, 12 Minuten. Diese Leistungsangaben können wir insgesamt bestätigen. So war beispielsweise unser Touringboard mit ca. 320 Litern in 13 Minuten und 25 Sekunden startklar. Kleinere Boards packt die Pumpe natürlich auch schneller. Abpumpen ist mit der Decathlon Elektropumpe leider nicht möglich, aber im Vergleich zum Aufpumpen ist das auch nicht so anstrengend und kann praktisch zeitgleich mit dem Aufrollen erledigt werden. Kommen wir jetzt noch zu der Frage nach den möglichen Einsatzgebieten und den Kosten. Für uns ist selbstverständlich das Wichtigste, dass sie unsere Boards auf die fast immer empfohlenen 15 PSI aufpumpt. Darüber hinaus eignet sich die Pumpe aber auch für Fans von aufblasbaren Booten und anderen Gegenständen mit Boston- oder Mini-Boston-Ventil sehr gut. Da hat sich Decathlon schon etwas dabei gedacht, denn auch diese sind im Shop erhältlich. Außergewöhnlich ist, dass man die Pumpe bereits ab 0,1 PSI nutzen kann. Preislich ist das Modell sehr attraktiv und passt wirklich gut zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir bereits von den ETV-Subboards kennen. Das Fazit. Insgesamt zählt die Elektropumpe von Decathlon zu den einfach gehaltenen Modellen. Kritikpunkte sind für uns, dass sie lediglich mit einer Leistungsstufe aufpumpen kann, dementsprechend mehr Zeit braucht und dabei auch nur maximal 15 PSI erreicht.
Das ist aber nach wie vor für die allermeisten Subboards ausreichend. Die sichere Montage des Pumpschlauchs erfordert je nach Board etwas Routine und Aufmerksamkeit. Demgegenüber stehen aber auch einige Pluspunkte wie die leichte und handliche Bauform, der mitgelieferte Netzbeutel, der flexible Pumpschlauch mit drei Adaptern und vor allem der sehr günstige Preis. Den aktuellen Tagespreis kannst du gleich mal mit dem unten stehenden Link checken. Wirft man alle Argumente in die Waagschale, ergibt sich auf jeden Fall ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Paddler, die nicht auf jede Minute schauen und nicht super häufig oder mit mehreren Boards unterwegs sind, kann diese E-Pumpe sicher sehr gut passen. Wenn du allerdings mehr Leistung erwartest und dafür auch mehr Geld ausgeben willst, dann kannst du dir gerne unseren unten verlinkten großen E-Pumpen-Vergleichstest anschauen. In diesem Video haben wir neben dem Decathlon-Modell noch 5 weitere zum Wettstreit antreten lassen. Wir hoffen, dass dir unser Video dabei helfen kann, die passende Elektropumpe für deine Bedürfnisse zu finden. Das größte Lob für uns ist natürlich immer, wenn du uns ein Like dalässt und auch in Zukunft regelmäßig bei uns reinschaust. Wir testen, damit du dich aufs Paddeln konzentrieren kannst. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich.